Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Fernrohr Logistik. Heute machen wir eine ganz besondere Sendung, denn es gibt noch eine ganze Menge an Begriffen, die ich bisher von euch ferngehalten habe. Ihr habt in dieser Senderei jetzt genug erfahren und werdet die heutige Stunde eher entspannt genießen können. Also los geht's! Was sind die ADSP? ADSP steht für Allgemeine deutsche Spediteurbedingungen. Das sind eigentlich nur AGBs, die allerdings gesetzesähnlichen Charakter haben. Wenn man so will, sind das die AGBs der Spediteure. Bei den ADSP geht es zum Beispiel um Regelungen zu Haftung, Versicherung und Auftragsabwicklung. Was sind KEP-Dienste? Kurier, Express und Paketdienstleister. Ihr werdet jetzt gleich ein bisschen aufhorchen. Ja, in der Tat, für diese Transportgeschäfte gibt es keine gesetzliche Regelung, weder über die HGB noch über die ADSP. Ja, wie jetzt sind solche Verträge dann alle unwirksam? Natürlich nicht. Nur die Vertragspartner müssen die Verträge eben ganz individuell aushandeln. Und das steht, mehr oder weniger so deutlich, im bürgerlichen Gesetzbuch, und zwar in dem Paragraf 311 BGB. Wie merke ich mir den Paragraf 311 BGB? Ja, da habe ich selber erst mal schauen müssen und ich bin auf eine amerikanische Band gestoßen, die den Namen 311 trägt. Die Band hat schon ein paar Skandale hinter sich. Werdet ihr jetzt fragen, wie jetzt Skandale? Naja, also 1997 hat irgendeiner behauptet, 311, das steht für Ku Klux Klan. Denn K ist der elfte Buchstabe im Alphabet. Und 311 heißt eigentlich 3K. Und 3K steht eben für ku klux Klan. Die meisten unter euch haben sicher schon mal von diesem Clan gehört. Das ist eine terroristische Geheimorganisation, die zu Weihnachten 1865 ins Leben gerufen wurde. Was heißt Dispositiv? BGB und HGB sind dispositiv. Das heißt, die Vertragspartner können durch vertragliche Vereinbarung von den gesetzlichen Regelungen abweichen. Man darf also Verträge gestalten, wie man möchte. Dieses Recht nennt man Privatautonomie oder Parteiautonomie. Also darf ich tun, was ich will? Nein. Es gibt nämlich Regelungen, die sagen, wenn dein Vertragspartner davon profitiert, dass du vom Gesetz abweichen willst, dann nur zu, kein Problem. Ansonsten hältst du dich brav an das, was der Gesetzgeber dir sagt. Das nennt man übrigens halbzwingende Normen, weil man sich eigentlich an eine Regel zu halten hat, aber eigentlich auch dagegen verstoßen darf, wenn man dem anderen was Gutes tun will. So eine halb zwingende Norm kennt ihr übrigens schon aber ja, nämlich der Paragraph 425 HGB. Die Obhutshaftung. Wenn also der Frank für die alte Oma die Möbelstücke ins Altersheim transportieren soll, dann kann er nicht einfach sagen, ich werde auf keinen Fall dafür gerade stehen, wenn unterwegs einem Möbeln was kaputt geht. Da greift nämlich jetzt der Paragraph 449 HGB. Der sagt die Oma ist kein Kaufmann und deswegen kannst du auch nicht von dem Paragraf 425 abweichen. Das darfst du nur, wenn die Oma davon einen Vorteil hat. Zum Beispiel, wenn du die Haftungshöchstsumme höher vereinbarst, als es im 431 HGB vorgesehen ist. Was ist ein Vertrag zugunsten Dritter? Wenn der Frank zum Beispiel zehn Paletten abholt und die zu Ben nach Berlin schicken soll, wo er sie dann an den Ben übergibt, dann erfolgt der Transport zugunsten von Ben. Er ist also der Dritte. Ein Vertrag zugunsten Dritter wird durch den Paragraf 328 BGB geregelt. Ihr müsst euch nur die 28 merken, denn die 3 vorne sagt es ja schon zugunsten eines Dritten. Was ist ein Frachtbrief? Ein Vertrag mit Frank ist natürlich auch mündlich gültig, ohne jedes Dokument. Wenn man diesen Vertrag schriftlich festhalten will, füllt man einen sogenannten Frachtbrief aus. Das ist ein Vordruck mit allerlei Angaben Absender, Empfänger, was verschickt wird, wie schwer das ist und auch Platz für die Unterschriften. Doch Goethe hatte es schon treffend formuliert, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Der Frachtbrief dient als Beweis, allerdings müssen dann Absender und Frachtführer unterschreiben. Und genau wegen dieser Beweiskraft wird der Frachtbrief in der Regel auch ausgestellt, und es gibt sogar Vordrucke, die alle notwendigen Angaben berücksichtigen. Ihr wisst, dass in dem 407 hgb das Frachtgeschäft Beginnt. Was in einem Frachtbrief stehen soll, sagt uns der Paragraf 408 HGB und Goethes Worte finden wir juristisch verpackt natürlich in dem Paragraf 409 HGB. Was ist ein Logistikvertrag? Wir haben bereits den Frachtvertrag Paragraf 407, den Speditionsvertrag 453, den Lagervertrag 467 und den Umzugsvertrag 451 kennengelernt. Alle diese Verträge nennt man auch Logistikverträge. Der Logistikvertrag ist also keine gesetzlich geregelte Vertragsart, sondern nur ein Sammelbegriff. Damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Ich bedanke mich für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal.